Früher hat die Schwiegermutter gemacht und jetzt machen wir es halt weiter und haben eigentlich allem da das ganze Zeug selber nachher verarbeitet und nachher eingefroren und haben das ganze Jahr was als Kaminwurzen und so zum Haus gebracht. Dann. Die jetzt wohl. Wir haben jetzt die Frage, jetzt, wie viel Sinnen dort hat zum Umfahren sind zu sehen. Ja, so 15, 16 Sachen. Gewürzsachen halt, so als mit dem ganzen Gewürzkreiter. Schon ein paar liegen, gell? Das ist eigentlich für das ganze Jahr ein Vorrat. Ich teile jetzt auf Weihnachten. Nach Weihnachten ist halt am besten das frische, eine frische Hauswurst. Die haben früher Getraut gehabt und Erdäpfel. Erdäpfel haben wir noch und haben sich eigentlich selber durchgeschlagen, da, die Leute. Ich habe 54, das sind jetzt 54 bis 55, habe ich die Landwirtschaftsschule gemacht in Dietenheim und das sind jetzt 50 Jahre. Und da kann ich mich noch gut erinnern, ich bin nur in der Verjährten gewesen, als es geheißen, ein Bauer braucht keine Schuhe. Wir haben eine gute Gesundheit gehabt, sind noch in guten Jahren gewesen. Und ich sage allen, wenn man baut, da braucht ein junger Mensch, der braucht Schnee und ein alter Mensch braucht Geld. Thank you.
Ja, der liegt jetzt hier 10 Tage, ungefähr 8 bis 10 Tage, je nachdem wie die Witterung ist. Und nachher wird er aufgehängt und dann wird er geselcht. Ja, und geselcht wird er 3 Monate lang. Die Gäste schätzen das alle bei mehr, wenn man selber gemachte Marmelade hat und oft einmal einen kleinen Kuchen dazu, den man selber macht. Und immer Speck und Käse kaufen. Aber wenn man selber machen darf, wäre es vielleicht noch günstiger oder besser, ich weiß es nicht. So.